Hi. Neulich bin ich aus Zufall auf diese Volo-Machete gestoßen und die ist von der Firma MFH. Ich habe nirgendwo Reviews gesehen oder Bewertungen irgendwo finden können, bei Amazon, bei eBay, über diese Machete. Ich habe gedacht, komm, für 5 Euro kaufst du sie dir und testest sie mal. 5 Euro, tut mir nicht weh. Dann bin ich auch der Erste, der sie reviewt. Mal schauen, ob die was kann oder ob die Schrott ist. Zum Ersten, die Scheide ist Müll. Dann zum Zweiten, der Stahl macht hier oben rum keinen wirklich guten Eindruck. Ist auch beweglich, was im Prinzip nicht schlecht ist. Denn eigentlich sollte eine Machete beweglich sein. Dann nehme ich mir hier mal so ein ganz normales Stück Holz. Mal gucken, ob das in der Kamera gut eingefangen wird. Jawohl. Und dann werde ich hier jetzt mal testen. Hallo. Hallo. So, vom Prinzip her macht die schon mal keinen schlechten Eindruck. Und die ist von mir nicht nachgeschliffen worden. Das heißt, ich werde die aber noch nachschleifen. Jetzt hier oben sind 2 Finger breit nicht geschliffen. Die ist an sich nicht schlecht geschliffen. Ich sehe jetzt auch hier keine Ausbrüche. Und jetzt hier oben ist sie glatt, sodass man zum Beispiel normale Arbeiten vollführen kann. Und die ist hier oben nochmal geschliffen, das werde ich zeigen. Für 5 Euro würde ich sagen, ist das für jemanden, den Discount Bushcraft Kit zusammenstellen will, das ist keine schlechte Machete. 5 Euro, MFH. Guckt mal bei eBay oder bei Amazon. Das ist für Volo-Machete. So, danke fürs Zusehen. Bewertungen, Kommentare werden gern gesehen. Bis dann. Tschüss.